Das Fleisch meistens ungesalzen in die Pfanne. Denn Salz zieht ja Wasser an sich und dann wird es auch nicht so schön knusprig. Also anbraten und danach würzen. Es sei denn, man hat das Fleisch mariniert, dann zieht es einfach durch. Immer noch alles klar hier? Ja. Ich habe mit dem Mülleimer gekämpft. Ja, der hat auch was. Position, die du nicht kennst, oder? Etwas anders, ja. Ja. So, ich gebe mal das Fleisch hier mit rein. Und bis das anbrät. In der Zeit sage ich was zu den Pilzen. Denn bei Champignons wird oft der Fehler gemacht, dass die gewaschen werden oder dass sich Menschen so viel Mühe machen, die gute Haut abzuziehen. Aber das ist nur viel Ärger und also viel Arbeit, muss man sagen. Und im Prinzip nimmt man den Geschmack mit weg. Champignons wachsen in speziellen Reisekellern. Da ist die Luft klimatisiert, da kommt nichts hin, da kommt nichts rein. Und es genügt eigentlich, wenn man die eventuell anhaftende Erde so mit einem Küchenkrepp einfach wegnimmt. Wenn der Anschnitt nicht mehr schön ist, dann kann man den nochmal anschneiden. Aber ansonsten spricht nichts dafür, den Champignon im Ganzen zu waschen und vor allen Dingen auch nicht umzuschälen. Beim Hähnchenfleisch immer gut darauf achten, dass es durchgebraten ist, besonders wenn man es ohne Soße zubereitet, wie hier jetzt nur die Streifen. Denn im Geflügel haben wir ja immer Salmonellen, also es gibt kein keimfreies Geflügel bei uns. Wir sind ja nicht in Amerika, wo es in Chlor getaucht wird nach dem Schlachten. Man hat immer ein bisschen was dran. Die Kunst ist es zu verhindern, dass sich die Salmonellen vermehren und dass man sie bei der Zubereitung abtöten und dann hat man überhaupt keine Probleme damit.